Dein Hormonspiegel ist wichtig. Also ganz im Ernst, sehr viele Normalos da draußen, die wissen mit den Begriffen Testosteron, Östrogen, Umweltgifte, Spermienbeweglichkeit, Körperfettanteil und so weiter gar nichts anzufangen. Das ist ganz klar ein Fehler, denn der Hormonspiegel hat sowohl bei Männern als auch bei Frauen derart weitreichende Auswirkungen, dass man eigentlich gar nicht drum herum kommt, sich damit zu befassen. Und Männer sind hier massiv in der Krise. Also Frauen auch, aber Männer vermutlich noch mehr. Inzwischen sprechen ja auch Fachleute, renommierte Ärzte und Plattformen dieses Thema, zum Glück muss man sagen, vermehrt an. Hier gibt es bei Männern überdeutlich Verweiblichungserscheinungen und bei Frauen Vermännlichungserscheinungen. Dass das nicht gut sein kann, versteht sich doch hoffentlich von selbst. Befass dich also mit dem Stoff. Ich habe hierzu schon eine Reihe an Videos gemacht. Der Bildungsauftrag liegt in deinen Händen. Leitmedien haben ja ganz offiziell einen sogenannten Bildungsauftrag und sie haben auch die Meinungshoheit. Diese nach Gutdünken zu dirigieren, wie man es halt haben will, ist heute sowas von einfach und funktioniert durch den Herdentrieb der Menschen nicht anders als Religionen funktioniert haben und weiterhin funktionieren. Also eines der Zeichen für Souveränität und Selbstbestimmung bei Top-Leuten, die ich so kenne, ist, dass sie sich eben nicht so leicht ins Boxhorn jagen lassen und entweder einfach den gesunden Hausverstand nutzen oder eben selbstständig Recherchen anstellen. Das kann ich dir also nur empfehlen. Eine weitere mehr, die sich Männer gerne mal einreden lassen, ist, dass es egal sei, wie man aussieht, dass man so fit ist, wie man sich fühlt und dass allein die inneren Werte zählen. Ich meine, das kann dir zwar jemand sagen, besonders Frauen tendieren ja dazu, aber in der Realität hat ein gesunder, ästhetischer Körper überall Vorteile. Höhere Lebenserwartung, weniger Krankheiten, mehr Abwehrkräfte und so weiter. Hier gibt es auch keine Abkürzung, wie mal schnell eine Neujahrsdiät zu machen oder sich auf Pillen zu verlassen oder sonst was. Dein Körper ist ein Garten, den du permanent vom Unkraut befreien musst. Soll heißen, eine nachhaltige Fitnessroutine ist Pflichtprogramm.